you look at that? I said, my friend, what you looking at? I think she is. Hallo meine Lieben, heute gibt es ein neues Video für euch. Und zwar geht es heute um das Thema, wie bin ich eigentlich zu einem Reborn-Baby gekommen, beziehungsweise wie habe ich die eigentlich entdeckt? Meine Lieben, also ich würde mal sagen, wir erzählen so einen kleinen Lebensabschnitt von mir und wir erzählen mal so ein bisschen meine Geschichte. Ja, angefangen hat das Ganze schon mit Kindergartenalter. Damals hatte ich eine Puppe, das war so eine Annabelle, ich weiß nicht, die kennt ihr bestimmt auch noch. Ich habe hier irgendwo noch ein Foto rumliegen von der, aber ich weiß es nicht mehr wo. Ich habe es gestern noch gesehen. Auf jeden Fall hatte ich eine Annabelle damals schon im Kindergarten. Und meine Schwester hatte die gleiche und damals im Kindergarten hat es schon angefangen, dass ich ja damals sehr viel mit dem Baby gemacht habe. Ich habe es überall mit hingenommen. Ich habe im Kindergarten so mit 4 Jahren immer für das Baby gekocht und so. Das weiß ich noch ganz genau. Da hatten wir so einen kleinen Turm in der Ecke in der Kindergartengruppe und da unten war so eine Küche. Und da habe ich dann immer gespielt und wir hatten so einen coolen Puppenwagen, bin immer so durch die Gegend gefahren. Das fand ich immer ganz, ganz cool und ja, das war so mal der kleine Abschnitt. Also es hat schon relativ früh angefangen bei mir. Ja, dann war ich ungefähr 6, 7. Da ging es immer noch weiter. Und mit 8 und 9 fing ich dann langsam so an, okay, so eine Puppe ist ja irgendwie langweilig. Wir kaufen mal echte Sachen. Dann habe ich angefangen, so richtig echte Babysachen zu kaufen. Ich habe einen echten Kinderwagen gekauft, echte Flasche, echte Nahrung und alles. Habe alles für ein echtes Baby gekauft. Ja, und ab dann war mein Baby eigentlich so ein echtes Baby für mich. Und ich habe es auch so behandelt, so eine Art, halt, so wie ich jetzt halt meine Überbabys behandle. Und ja, dann wurde ich irgendwann so ein bisschen größer und irgendwann habe ich mir dann so gedacht, okay, irgendwie ist so ein Baby, also so ein Baby, was nicht echt aussieht, irgendwie schon langweilig. Also ich wusste damals nicht, dass es Reborn-Babys gibt. Und ich habe eher geguckt nach diesen Puppen, die man manchmal in der Schule hat zum Üben. Kennt ihr das zum Beispiel? Manchmal gibt es ja so ein Projekt in der Schule, da können Mädchen so ein Baby mit nach Hause nehmen, was halt wirklich wie ein echtes Baby ist, also ein Roboter sozusagen. Und nach den Babys habe ich geguckt, weil ich so ein Baby unbedingt haben wollte. Und ja, habe ich gegoogelt. Und dann irgendwann habe ich eingegeben, Puppen wie echt. Und dann kamen die Reborn-Babys und dann war ich total begeistert. Ich fand, die sahen so unglaublich echt aus und so wunderschön manche. Und ich war einfach total verliebt. Und dann habe ich direkt geguckt auf eBay Kleinanzeigen. Und ich weiß nicht, es hat bestimmt ein paar Wochen gedauert. Und dann habe ich Lennox gefunden. Ich hatte damals aber nicht so ein großes Budget, um einfach ein teures Baby zu kaufen. Und deswegen habe ich dann Lennox gekauft. Der war jetzt nicht so teuer, aber auch nicht so billig. Und ja, dann war das mein erstes eigenes Reborn-Baby. Und ja, das war dann auch irgendwann da. Und alle waren von meiner Familie begeistert, dass es so echt aussieht. Und ja, dann war es eigentlich schon, dass die Geschichte zu meinem ersten Reborn-Baby. Weiter ging es dann mit meinem nächsten, weil ich mich da auch einfach nicht beherrschen konnte. Ich habe dann ja langsam angefangen mit YouTube und habe dann auch andere Reborn-Mütter gesehen, wie die das so alles machen und habe mich da auch ein bisschen inspirieren lassen. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, so ein zweites wäre doch auch ganz schön. Da war ich aber schon mit Felix zusammen und der hat das auch schon alles gewusst. Und wir hatten Lennox ja dann auch schon ein Jahr alleine und dann hatten wir halt das zweite Baby. Und ja, ich war dann einfach, ich glaube 1,5 Jahre später, total verliebt in ein Baby. Das war ja dann der Jaden. Und ja, dann haben wir halt den gekauft und dann wurde ich halt noch so ein bisschen professioneller, sag ich mal. Also das Baby Jaden sah halt schon viel echter aus. Und ja, da bin ich dann so ein bisschen, hab mich so ein bisschen gesteigert, sage ich mal. Und mein Weg ging weiter mit einem Reborn-Baby. Ja, und dann kam mir jetzt vor kurzem die Mail. Ja, aber das war so mein Weg zu einem Reborn-Baby. Also ich hoffe, ich habe es ausführlich genug gesagt. Ich habe halt
ja einfach gegoogelt nach Reborn Babies, also nach Puppen wie echt, und da kam halt die Reborn Babies. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr die so gefunden habt, vielleicht durch YouTube oder so. Ich habe zum Beispiel damals, ja, ich wusste ja gar nicht, was Reborn Babies sind, und deswegen wusste ich auch nicht, dass es sowas auf YouTube gibt. Und ja, ich war einfach total hin und weg von den Babys und ich bin immer noch hin und weg. Ich finde, das ist so eine tolle Sache. Ich bin so begeistert, dass man das, dass sowas möglich ist, was man alles machen kann und dass Künstler so gut sind und solche Babys machen können. Ja, ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr zu einem Reborn Baby gekommen seid, durch YouTube, durch Instagram oder auch, habt ihr auch gegoogelt oder irgendwie sowas. Interessiert mich auf jeden Fall. Also ich bin halt von einer Puppe auf jetzt ein sehr teures Baby hochgeklettert sozusagen. Ja, ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag. Fragen und Anregungen gerne in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.